wieder rausgucken? Man sieht es der Mode nicht an. Gebrauchte Kleidung, neu designt. Die aktuelle Kollektion des Labels Schmidt Takahashi. Die beiden Freundinnen haben sich vor 4 Jahren selbstständig gemacht. Eugenie Schmidt und Mariko Takahashi. Sie haben zusammen Modedesign studiert. Die Kleider sind gerade fertig geworden. Fotoshooting ist ja schon für uns getane Arbeit. Da sind wir, da haben wir schon alles fertig. Dann geht es nur noch um die Fotografen und die Models. Altkleider liegen stapelweise bei Ihnen herum, von privaten Sammelaktionen oder von Spendern persönlich abgegeben. Eigentlich suchen wir Sweatshirts. Sie finden es spannend, dass jedes Teil eine eigene Geschichte hat. Für viele Menschen ist Kleidung nur Wegwerfware, billig zu haben, ohne Wert. Es gibt unglaublich viele Altkleider. Ich habe das vor 5 Jahren als Problem gesehen. Genau. Ich hatte ganz viele Klamotten in meinem Kleiderschrank. Und die, weil ich Modedesignerin bin, konnte ich die nicht wegwerfen. Und habe sie immer weiter mitgenommen, umgezogen und aufgeschoben. Und es gibt einfach immer schöne Dinge, aber die haben nicht mehr diesen neuen Wert. Sie fertigen im Jahr 2 Kollektionen an. Die Designerinnen wollen alter Kleidung einen neuen Wert geben, gegen das gängige Konsumverhalten. Zu viert arbeiten sie an den Unikaten. Ihre Geschäftsidee nennt sich Upcycling. Das heißt einfach, dass diese Kleidungsstücke nochmal gebraucht werden und eben nicht gedowncycled, also so einmal verwendet und nicht mehr, sondern up heißt, es wird wertgesteigert, wiederverwertet. Eigene Verkaufsräume haben sie noch nicht. 2 Geschäfte in Berlin verkaufen ihre Kollektion, weitere in Tokio, London und Basel. Dass es sich um Altkleider handelt, merken die Kunden oft nicht. Die Modelle kosten zwischen 200 und 500 Euro. Das sind einfach designte Sachen, die nicht nach Recycling ausschauen. Da hat man ja doch ein bestimmtes Bild von. Und sieht sehr, sehr hochwertig aus, sehr edel und hat halt auch noch diesen Nachhaltigkeitsaspekt, der mir sehr gut gefallen hat. Ihr Modelabel beginnt sich langsam zu etablieren. Das Besondere, über einen QR-Code kann man herausfinden, wo das Kleidungsstück vorher getragen wurde. Man kann auch sehen, woraus diese neuen Pullover bestehen und woher die Sachen kommen. Und das ist zum Beispiel gespendet in Berlin, Torstraße, und besteht aus Wolle 100% und so weiter. Dass die Designerinnen mit Altkleidern arbeiten, das sorgt immer wieder für Irritationen. Aus alt macht neu klingt so aus Müll, okay. aus dem Müll auferstanden. Also. Und wir haben den Anspruch, so ästhetische und interessante Kleider zu machen, die wir selbst mögen und die Leute auch irgendwie schätzen und tragen möchten. Ihre neue Sommerkollektion haben sie gerade auf der Fashion Week in Paris präsentiert. Internationale Kunden sind schon auf sie aufmerksam geworden. Vielleicht der Durchbruch für das Modelabel.